Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die Burg so ein bisschen ausgeräumt, waren dann da oben auf dem Türmchen und haben uns mal die Kolonie von etwas oben angeguckt. Etwas von oben. Ja, genau, von etwas oben. Nein, wir haben uns sie von etwas von oben angeguckt, so. Und dann haben wir noch den Brief an die Feuermagier abgegeben. Aber wir haben uns unsere Belohnung nicht abgeholt. Dazu sollten wir ja zu Fortuno gehen und das machen wir jetzt einfach mal. Nee, zu Torres, oder? Ich meine, wir sollten zu Torres. Genau, mit Milton hatten wir ja geredet. Hallo. Hast du eigentlich noch was zu sagen? Nee, das haben wir schon gefragt. Okay. Wir sehen uns. Dann reden wir doch einmal mit Torres. Ja, Fortuno war, glaube ich, ein Händler. Ich weiß bloß nicht mehr wo, aber naja, wir reden einfach mal mit Torres hier. Sei gegrüßt. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Na, das klingt doch gut. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Tja, bei ihm können wir Mana lernen. Halt ein Lernpunkt gleich ein Mana. Aber da wir momentan noch nicht zaubern, werde ich das erstmal noch nicht machen. Aber ich möchte gerne Schriften über Magie erwerben. Denn mal schauen, was er dabei hat. Also wir haben ja das letzte Mal schon drei Bücher gelesen. Ich bin mir nicht sicher, welche Bücher wir so noch finden können. Aber ich meine, wir können ja vielleicht ein, zwei davon mal kaufen und lesen. Was haben wir denn da überhaupt? Lehren der Götter, Band 3, 2 und 1. Der dritte Kreis der Magie, der zweite Kreis der Magie. Oh, es fehlt das Buch über den ersten Kreis der Magie. Und ein paar Spruchrollen. Licht, Heilung, Feuerpfeil. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal nochmal um. Eventuell kaufe ich dann noch die Lehren der Götter, aber die Kreise der Magie, die Bücher, kaufe ich mir erst, wenn ich wirklich Magie mache, weil sonst sind die wenig interessant. Also wir brauchen sie sowieso oder so überhaupt nicht, denn man müsste diese Bücher nicht lesen, um Magie zu wirken, aber es ist ganz interessant zu lesen. Aber sprechen wir mal mit den anderen, suchen wir mal die anderen Dialogoptionen aus. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Ja, wie denn? Der ist da drin im Tempel. Ich suche den obersten Feuermagier. Sprich mit Milton und nun geh. Was? Nein. Sei gegrüßt. Schön. Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Ja, komm. Sei gegrüßt. Du willst offensichtlich nicht mit uns reden, deswegen holen wir uns einfach mal die Belohnung ab und gehen dann. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Mal schauen, wir können uns aussuchen. Einen Stärkering plus 5. Da wir schon zwei davon haben, bringt er uns nichts. Ring des Geschicks plus 5. Da wir nicht mit Bogen oder Armbrust kämpfen, bringt uns der nichts. Drei Spruchrollen. Feuerball, Blitz und Verwandeln in Scavenger. Ja, die sind schon relativ reizvoll, aber Essenz des Geistes, maximales Mana plus 5, ist, glaube ich, hier die wertvollste aller Belohnungen. Deswegen wählen wir die aus. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Sag ich doch. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Ja, ist das nicht schön? Jetzt können wir auch unser Mana schon mal erhöhen. Wenn wir diesen Trank trinken, wo haben wir ihn denn dann? Da, Essenz des Geistes. Ist auch nur mal eben 500 wert. Aber dafür haben wir jetzt 12 Mana. Das können wir dann irgendwann mal einsetzen. Später vielleicht mal ein paar Schriftrollen und dann, wenn wir halt richtiger Magier werden, dann haben wir das Mana schon mal. Und das, ich meine, es war kostenlos. Naja, was heißt kostenlos? Wir mussten den Brief übergeben, aber dafür finde ich das gar nicht so schlecht. Und die anderen Belohnungen, gut, dann hat man halt die Schriftrollen, dann kann man dreimal Zauber machen und gut ist. Aber die Schriftrollen kriegen wir auch woanders her. Deswegen, ich glaube, ich habe auch bisher immer den Trank genommen. Und ich meine, eigentlich hätte man auch Erz als Belohnung wählen können, oder? Sei gegrüßt. Schnödes Erz? Egal. Wie auch Lass immer. Lass mich vorbei. Okay, dann reden wir mal mit Rodriguez. Hallo, Freund. Das sind irgendwie so ja, die Namen gehen irgendwie so ein bisschen ins Spanische. Ist das Spanisch? Ich meine sowas wie Diego, Rodriguez. So Spanisch-Portugiesisch, geht das in die Richtung? Also irgendwie, für mich geht das so in die Richtung, aber ich habe da nicht unbedingt Ahnung.
Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Ach, ist klar. Hallo, Freund. Ja. Lass mich mal durch. Dann kannst du mich mal gern haben. Immerhin Milton ist nett zu uns. Na gut, dann schauen wir uns jetzt mal den Rest der Burg an. Als erstes möchte ich erstmal gucken, ob die Köche jetzt da sind und uns irgendwie noch ein bisschen was sagen können. Habt ihr eigentlich noch was Interessantes zu sagen? Für Gomez. Außer für Gomez. Nö, nur die Standards. Ah, was finde ich? Was ist in diesem Haus? Was ist in diesem Haus? Das ist das Haus der Erzbarone. Also wenn du hier reingehst, benimm dich. Ja, ja, okay. Wieso habe ich denn zweimal Ende? Schöner Bug. Okay, Köche, seid ihr da? Jawohl. Und der eine steht einfach mal auf dem Topf drauf, ist klar. Omid, was hast du denn zu sagen? Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen. Moment, Moment. Das sind Standard-Butler-Antworten. Okay. Bis halt auf, ich will bei euch mitmachen oder so, weil das haben wir ja schon. Also ich meine, wir sind jetzt schon in einem Lager. Für Gomez. Deswegen sind diese Dialogoptionen nicht mehr verfügbar. Vielleicht hat Balam ja was zu sagen. Für Gomez. Alles klar? So klar wie... Ja, okay. Das sind auch so Standardoptionen. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest ja. du... Ja, den Dialog hatten wir schon, aber ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das... ein Butler-Dialog ist oder von Schatten oder Gardisten. Naja, wie auch immer. Gut, es hat sich dann überhaupt nicht gelohnt, mit denen zu reden, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, schauen wir mal, wen wir hier so haben. Ich meine, hier trainieren ja ein paar Leute. Scorpio, aha. Scorpio trainiert also gerade die Gardisten. Sieht zumindest so aus. Und er hat uns nichts zu sagen. Ich vermute mal, bei dem können wir, wenn wir Gardist werden sollten, Kampffähigkeiten erlernen. Und hier haben wir Erz. Eine Erzspur führt da hinten hin. Nehmen wir einfach mal mit hier. Dumm-ti-dumm-ti-dumm-ti-dumm. So, was haben wir hier unten? Eine Tür, die wir nicht aufschließen können. Also selbst mit einem Dietrich, wir können zwar in beide Richtungen machen, aber... beide Richtungen sind falsch, deswegen brauchen wir anscheinend einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Und der Erzspur nachzuurteilen, scheint das eine richtige Schatzkammer zu sein. Die würde ich schon gerne plündern, aber mal schauen. Vielleicht werden wir irgendwann mal auf den Schlüssel dazu stoßen. Aber ich kann euch so viel schon mal verraten, wir werden erstmal nicht da reinkommen. Hier oben haben wir nichts, auch gut. Dann gehen wir halt wieder runter. Und schauen uns sonst mal so ein bisschen um. Wir haben hier noch ein paar Eingänge. Zum Beispiel hier diese Tür. Und, genau, hier drüber waren wir. Das war das, was wir von oben gesehen haben. Die geht da runter und das ist tatsächlich ein Kamin. Moment, ich möchte nochmal eben rausgehen. Genau, wir waren in dem Gebäude und sind dann da oben durch diesen hölzernen Gang durchgelaufen in den Turm rüber. Und das war die Tür, die wir nicht öffnen könnten. Na, wo konnten. Das ist anscheinend die kaputte zu dem, was hier abgegangen ist. Interessant. Haben wir hinten drin irgendwas Schönes? Nö. Das scheint eine Küche zu sein, aber vermutlich wird hier das Essen für die Gardisten zubereitet. Kann ich mir jetzt vorstellen. Also dann in der Burg wird halt das Essen für die Erzbarone gemacht. Aber die Gardisten kriegen halt einen anderen Fraß vorgesetzt. Weil klar, Gomez will natürlich was Besonderes haben. Oh, hier können wir jetzt... theoretisch mit dem Bogen üben. Naja, so ist immerhin auch noch diese Sektion gut genutzt, auch wenn es hier alles eingestürzt ist. Können wir noch durch die Tür durch? Ja. Bringt uns aber nichts. Aber man kann sich schon vorstellen, dass früher hier die Burg als Gefangenen Überwachung gedient hat. Ja, weil hier waren... Oh, da oben ist auch eine Tür. Hier oben waren ja die Wächter, als es hier noch eine richtige Gefangenenkolonie war. Und falls ihr euch an das Intro zurückerinnert, als die Barriere errichtet wurde und zu groß wurde, hat das ja für so viel Ablenkung gesorgt, dass die Gefangenen die Chance genutzt haben und ihre Wächter erschlagen haben. Und dann halt selbst damit an die Macht gekommen sind. Tja, Cutter, wer bist du denn? Für Gomez. Der sagt auch nichts. Schade. Wen haben wir denn noch? Ja, mit den Magiern haben wir gerade bereits geredet.
Hier möchte ich erst gleich rein. Gehen wir erstmal hier hin. Hier ist eine kleine Schmiede, wie man unschwer erkennen kann. Und wir sollten ja zu Skip gehen und uns ausrüsten lassen. Also machen wir das doch einfach mal. Für Gomez. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Hm. Was hat denn ein schönes Dietriche? Die nehmen wir, glaube ich, gleich mit. Grobes Schwert. Oh, da sind noch mehr Schwerter. Grobes Schwert, Richtschwert. Gardeschwert, Kampfschwert. Okay, also kann man in Kapitel 1 doch schon bessere Waffen kaufen. Kampfschwert, aber das Kampfschwert wäre auch besser gewesen als unsere Axt, aber ich glaube, unser Streitkolben hat bessere Werte. Ja, 37. Dann bleiben wir dabei erstmal. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte. Ja. Wobei hier so ein Gardeschwert sieht schon irgendwie cool aus, ne? Aber, also mit dem Griff, aber. Lassen wir das erstmal. Ich werde mal die ganzen Dietriche mitnehmen. Das Erz hätte ich auch gerne. Dann werden wir hier direkt mal wieder Sachen im Wert von 1000 Erz los. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir haben es ja. Ich meine, wir haben so viel Zeug mittlerweile. Hier, wir können die ganzen Äxte mal da reingeben, ne? Den Blutfliegenstachel kannst du haben. Den Herrscherstab, die Stachelkeule. Leichtes Gardeschwert. Guck mal, jetzt sind wir bei den groben Schwertern. Ich gucke mir erstmal an, was wir sonst für Sachen haben. Wir sollten ja schon auf irgendeine Zahl kommen oben, die eine 50er, ein Teiler von 50 ist. Wo 50 ein Teiler von ist, so rum. Eine verwertete Axt, noch eine, rostiges Schwert, aber es war zu viel. Eins wieder zurück und einen Pfeil. So, und den Rest füllen wir dann mit groben Schwertern auf. Dafür haben wir sie ja. Dann können wir gleich die Burg noch weiter ausnehmen. Aber bei wem sollten wir uns denn ausrüsten lassen? Beim Schmied? Stone? Eher nicht, oder? Für Gomez. Du bist der Schmied, richtig? Richtig. Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Selber Arsch. Ich hab mir meine Rüstung schon besorgt. Und ich sehe viel besser damit aus, als du mit deiner Schmiedeschürze. Oh, die Tür kriegen wir wieder mal nicht auf. Was haben wir denn sonst noch hier? Irgendwelche namhaften Leute? Nee, ein Gardist. Noch ein Gardist. Also gut bewacht ist das ja hier schon. Das muss man denen lassen. Dann mit den ganzen Gardisten, die noch im Außenring verteilt sind. Ich denke mal, das alte Lager kann sich schon wehren, falls mal irgendwer hier einen Überfall machen möchte. Für Gomez. Warum habe ich den jetzt eigentlich angeredet? Weil der hat eh nichts Sinnvolles zu sagen. Na gut. Dann können wir hier nichts weiter machen, außer eventuell hier runterspringen und uns umzubringen. Hier ist der Turm also runtergefallen, der da liegt. Schade, dass der kaputt ist. Das wäre bestimmt auch nochmal ein schöner Aussichtspunkt gewesen. Tja. Okay, dann bleibt uns jetzt noch ein letztes Gebäude übrig. Und das wollen wir uns dann auch nochmal vornehmen, bevor wir dann wieder in die Burg hineingehen und sie den Rest mitgehen lassen. Dumm, dumm. So, aber vorher werde ich dann nochmal speichern, schätze ich. Vielleicht kommen wir da auch in den Dungeon hinab. Gucken wir uns das mal an. Hallo, jemand zu Hause? Früher wäre das ganz anders gelaufen. War nicht besonders schlau. Da sitzt jemand. Ihr habt den Namen vielleicht gerade schon gesehen, aber ich werde erstmal hier hingehen. Hä? Okay, ich wollte schon sagen, warum kann ich die nicht aufmachen? Oh, noch mehr Truhen. Lalalala. Machen wir hier mal die Tür wieder zu. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Links. Links, rechts. Oh, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. 50 Bolzen, 10 Fackeln, ein Buch Schlacht um Varant, Band 1, aha. Oh, Essenz der Stärke, Stärkebonus 3. Ja, sehr schön. Es macht so viel Spaß, Dieb zu sein in diesem Spiel. So, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, rechts. Okay.
20 Erz, 2 Bier, 3 mal gebratenes Fleisch, ein Becher und ein Rasiermesser. Okay, das war jetzt nicht so schön wie die andere Truhe, aber alleine dafür hat sich das ja schon gelohnt. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Okay. Ich fürchte nur, wir haben gleich nicht mehr genug Dietriche, um dann doch noch Gomez Quartier rauszunehmen. Aber dann heben wir uns die halt wirklich auf. Links, rechts, rechts, links. Oh, das ging einfach. Ja, ein bisschen Erz, Bier, Stuff halt. Sehr gut. Aber wir haben jetzt übrigens wieder jede Menge Erz, ne? Wir haben ja gerade 800 Erz erhalten. Wie viel haben wir denn jetzt? 1800. Und das, obwohl wir letztes Mal 1200 für so eine Rüstung ausgegeben haben. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Okay. Ja, ich fürchte, hier wird nichts mehr Sinnvolles drin sein, aber ein bisschen Erz, das nehmen wir alles mit. Kann man sicherlich gebrauchen. Links, nein, links, 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 rechts. Oh, links, links, rechts, links. Das hätten wir am Anfang auf jeden Fall sehr gut gebrauchen können. So, dann ist jetzt noch eine Truhe übrig. Rechts, rechts, links, links, rechts. Nehmen wir mit. Wie viele Dietriche sind jetzt denn noch übrig? 14? Ach, das ist noch eine Menge. Was befindet sich denn hinter dieser Tür? Ach, hier kommen wir nach draußen. Und in den Turm. Da ist auch schon wieder so ein Gang. Na, gucken wir mal an, ob wir da hinkommen. Und ob da irgendetwas Schönes zu finden ist. Also hier ist schon mal nichts. Aber wir haben ja noch die Möglichkeit, die Leiter nach oben zu klettern. Vielleicht ist ja da irgendwas. Huch, ich bin weg. Ach, schaut mal einer an. Hier ist das Haus über dem Eingang. Da können wir theoretisch das Tor runterlassen. Aber das werden wir mal sein lassen. Und da können wir auch runter. Wo kommen wir denn da hin? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo wir denn jetzt hier sind. Aha. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Mit ein paar Truhen. Die nehmen wir natürlich auch wieder mit. Interessante Zusammenstellung. Auch hier mit dem Tisch und so. Also es scheint kein reines Schlafzimmer zu sein. Links, rechts, rechts, links. Okay. Aber wir haben bald so viel Kleinkram, den müssen wir auch irgendwann mal loswerden. Rechts, links, links, rechts. Sehr schön. Ja, nehmen wir alles mit. Und Tränke. Tränke nehme ich immer gerne. Essenz heilender Kraft. Ja, warum denn nicht? Die können wir bald mal anfangen zu nutzen. So, das war's hier in dem Raum, ne? Alles klar. Dann möchte ich jetzt mal gucken, wo wir da unten rauskommen. Habe ich da irgendwo einen Eingang übersehen oder kommt man tatsächlich nur hier über diese Leiter darunter? Das ist auf jeden Fall eine Tür. Aber wo kommen wir da hin? Auf den Gang hier. Aha, aha, aha. Über uns ist... Achso, genau, da oben sind wir ja gerade lang gegangen. Ah, damit kommen wir hier oben raus. Okay, das klärt, warum wir da nicht hin konnten. Warum wir da nicht von der anderen Seite hingekommen sind, meine ich. Dann gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Dum-di-dum-di-dum. Naja, wir haben ja die Zeit. Ich meine, wir sind hier in der Burg, sind da sicher. Wir haben den Brief abgegeben und ja, wenn wir jetzt mit dem Auftrag für Gomez noch ein paar Minuten warten, ich denke mal, das wird auch nicht so das große Problem sein. Wir haben ja ein paar Bekannte im Sumpflager. Deswegen, die können uns dann erzählen, falls irgendwas ganz Tolles passiert. So. Wir kamen von da unten die Treppe hoch, oder? Dann möchte ich mal erstmal hier hochklettern. So. Okay. Können wir uns hier theoretisch auch nochmal umschauen. Aber das haben wir bereits von da oben gemacht und hatten wir definitiv die bessere Aussicht. Wo bin ich bitte? Danke. Gut, dann gehen wir halt wieder runter. Ich möchte mir alles angucken. Alles, alles, alles. Und möglichst so viel, wie es geht, mitnehmen. Wir müssen mal gucken, wenn ich dann irgendwann mal Schlafzauber habe, also regulär, dass ich dann auch Leute einschläfern kann und in der Zeit einfach mal ein bisschen Zeug einsacken kann. Wäre sicherlich auch praktisch. Noch mehr Schlafseele. Boah. Ach nee, hier kamen wir... Hä? Hä?
Nein, das sind noch mehr Schlafsäle. Wir waren eine Etage weiter unten. Deswegen machen wir hier das Zeug mal zu. Damit uns auch ja niemand sieht. Ja. Und gucken uns an, was wir da drin haben. Links, rechts. Na, links. Links, rechts, links, nein. Links, rechts, links, links. Ja, jede Menge Kleinkram. Ich hoffe ja, dass wir noch so einen Trank finden. Das wäre echt cool. Nein, rechts, links. Rechts, links, links, rechts. Zeug, das können wir jetzt einfach einstecken, ohne hinzugucken. Ich meine, da reicht ja ein Blick, um zu sehen, dass da nichts Spannendes dabei ist. Ja, rechts, 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 links, rechts. So, zwei Kisten noch übrig. Rechts, links, nein. Rechts, links, links, rechts. Nein, rechts, links, links, links. So. Jede Menge Rasierklingen. Die werden hier bald alle mit Vollbärten rumlaufen, weil wir sämtliche Rasierklingen mitgehen lassen. Rechts, links, na, rechts, links, rechts, rechts. Dumm. Wir waren das nicht. Ich meine, wir sind hier ja ein ehrenvolles Mitglied des alten Lagers. Wir würden niemals die Leute ausrauben. Und die Kiste habe ich übersehen. Rechts, 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 nein, rechts, 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 rechts. Ah, tolle Kombination. Ist tatsächlich relativ sicher, weil man nicht damit rechnet, dass einfach viermal hintereinander rechts benutzt wird. So, was haben wir hier? Ein Übergang. Und noch mehr Schlafsäle mit noch mehr Kisten. Oh Gott. Noch 7 Dietriche. Ja gut. Na, probieren wir es mal aus. Links, rechts, links, 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 rechts, rechts. Okay. Ja, ist ja auch nicht mehr auf das Gefasel. Ist ja furchtbar hier. Ich frage mich, ob noch irgendwer zuguckt. Ich meine, ist ja nicht besonders spannend, dass ich hier rumgehe und einfach alle Truhen aufmache. Rechts, 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 rechts. Rechts, nein, schade. Hätte ja klappen können. Rechts, 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 links. So, aber immerhin geht es relativ schnell. Wir haben halt kein Minigame oder so. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, links. Wobei das Schlösserknacken in jetzt bin ich schon wieder bei Skyrim beim Vergleich. Finde ich da eigentlich tatsächlich spannender. Und dass man da auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade hat. Aber das hier finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Links, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir mal wünsche, dass weniger Kisten da sind. Links, rechts, links. Nein, rechts, links, links, links. Wunderbar. 3 Dietriche noch. Rechts, 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 nein, rechts, 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 links. Sehr schön, alles klar. Das war's dann hoffentlich. 2 Dietriche haben wir noch, also Gommes Hütte nochmal auszunehmen, das können wir vergessen. Da reicht unser Dietrich-Budget auf jeden Fall nicht aus, aber wir können bald sicherlich wieder irgendwo welche kaufen. Aber ihr seht schon, die gehen halt relativ gut weg. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten nicht unsere Diebesfertigkeit gelevelt. Oh. Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Bullet also. Schauen wir mal, ob wir uns bei ihm rächen können. Aber eigentlich hätte ich lieber gerne gespeichert. Ah, wir können ihn so in Ruhe lassen. Okay, dann speichere ich jetzt nochmal. Dumpti-dumpti-dum. Super Facts. Und dann wollen wir doch mal Bullet sein großes Maul stopfen. Aber erstmal gucken wir uns noch den Rest an. Finger weg. Wie Finger weg? Ich bin ein Schatten. Wieso darf ich hier nicht rein? Ich habe einen Gang. Und ich glaube, wir kommen jetzt bei der Schmiede wieder raus. Jawohl. Okay, dann können wir das vergessen. Dann können wir hier wieder rausgehen. Und ja, mit Bullet legen wir uns gleich an. Ich würde gerne nochmal hier runter gehen und das mir angucken, denn hier geht es hinab in den Kerker. Und das finde ich gerade irgendwie spannend, mir das anzuschauen. Weil ich nicht mehr genau weiß, wie der Kerker aussieht. Aha, wir haben 2 Möglichkeiten. Was haben wir denn hier? Hier geht es nicht so weit rein.
Was ist das denn? Aha, okay. Interessant, da hockt ein Skelett. Und hier hinten ist gar nichts mehr. Ich will wissen, von wo man da oben reingucken kann. Oh. Naja. Okay, ein Schalter. Können wir damit das Gitter runterlassen? Was hat er gemacht? Ich will wissen, was der Schalter getan hat. Ach, der hat hier das... Ah! Okay, der hat den Eingang dicht gemacht. Wir wollen aber natürlich wieder raus, deswegen öffnen wir den wieder. Sehr schön. So, wo bist du denn, Gardist? Darf ich hier rein? Na, da kommen wir gar nicht rein. Das können wir auch nicht aufschließen. Ich schätze mal, das wird bei den anderen Türen nicht anders sein. Das sind dann halt die Zellen. Und da oben ist auch noch ein Loch. Boah, stellt euch mal vor, ihr seid hier in der Wand angekettet. Im Dunkeln. Und habt nur dieses kleine Fenster. Nee, schön, unschöne Vorstellung. Gehen wir mal wieder raus hier. Ich frage mich nur... Ah, hier ist das. Da haben wir von vorhin runtergeguckt. Das ist im Innenhof. Jetzt wissen wir auch, wo das hinführt. Ja, hinab in den Kerker. Na gut, dann würde ich sagen, zum Schluss der Folge legen wir uns nochmal mit Bullet an und hauen dem eins über die Rübe mit unserem tollen Streitkolben. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Das speichere ich nochmal eben ab. Und dann haben wir die Burg erstmal zu Ende erforscht und können uns der Story widmen. So, Bullet. Für Gomez. Das wird unsere Rache. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. Ja, mach ich auch. Haha, was sagst du jetzt? Wir haben eine vernünftige Rüstung. Das heißt, wir können uns jetzt auch gegen solche Leute wehren. Furchtbringer, hä? Nein, nicht den Stuhl angucken. Ich will hier das Zeug mitnehmen. Ach, guck mal, eine schöne Armbrust kriegen wir auch noch von ihm. Was hat er denn für ein Schwert gehabt? Hä? Furchtbringer. Jetzt müssen wir erstmal ganz nach oben. Wow, 42 Schaden. Einhandwaffe. Wow. Wow. Ja, ich würde sagen, ein ganzes Stück besser als unser Streitkolben. Das wird dir noch leid tun. Ach ja. Ich komme hier nicht weg. Ich bin verbuggt. Ich komme weder ins Hauptmenü, noch komme ich irgendwie anderswo hin. Ah, okay. So kam ich anscheinend raus. Willst du nicht mit mir reden? Okay, anscheinend will er nicht mit mir reden. Na gut, dann lassen wir ihn einfach in Ruhe. Jetzt haben wir hier so ein schönes Schwert. Vor allem ist das extrem lang. Furchtbringer. Na, da hat sich doch gelohnt, sich noch mit Bullet anzulegen. Jetzt sind wir erst recht gut ausgerüstet. Wir werden immer und immer stärker. Das ist schon ein bisschen krank. Ich würde sagen, wir handeln nochmal hier mit Torres. Ich würde jetzt gerne die Bücher noch haben. Ja, ja, sei gegrüßt. Oh, wir haben ja auch noch ein Buch gefunden. Wieso kann ich mit dir jetzt nicht reden? Was ist gerade los? Ich kann auch nicht ins Hauptmenü wechseln. Irgendwas ist gerade ziemlich kaputt. Ziemlich kaputt. Vor allem, dass ich nicht ins Hauptmenü kann, das finde ich gerade irgendwie seltsam. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Bullet irgendwie noch aktiv ist. Vielleicht hilft es ja, wenn wir ihn nochmal umhauen. Ich hoffe es zumindest. Nö, ich kann nicht ins Hauptmenü. Es geht einfach nicht. Aber warum? Ist der Stuhl noch anvisiert? So, nein. Ach ja, wie schön bugfrei dieses Spiel doch ist. Hast du noch was für uns? Nö, natürlich nicht. Aber dass wir jetzt auch mit niemandem mehr reden können. Das war nicht besonders schlau. Das wird dir noch leid tun. Das glaube ich, ja. Aber behalt's für dich. Ich kann, hallo? Springen kann ich auch nicht? Doch. Was ist denn los? Ich würde gerne speichern. Das ist gut, dass ich vor dem Kampf nochmal gespeichert habe.
Für Gomez. Ja, nö, wir können halt nur um ihn herumkreisen. Für Gomez. Und dann drehen wir uns einfach um ihn herum. Gut, dann würde ich sagen, ja, werde ich Offscreen nochmal Bullet besiegen und dann sehen wir uns das nächste Mal so wieder. Dann werde ich auch das nächste Mal, wobei das können wir, nein, das machen wir das nächste Mal, den Stärketrank dann trinken. Wobei, wisst ihr was, das mache ich jetzt noch eben. Kann ich, Moment, kann ich? Ja, die Menüs kann ich. Die große Sache der Bruderschaft, ja. Dann trinke ich nochmal eben einen Stärketrank. Stärke plus 3. 54 Stärke. Und dann habt ihr das jetzt auch gesehen. Dann werde ich das alles offscreen einmal nochmal machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.